Der Appaloosa ist eine sehr beliebte Western-Pferderasse, die sich durch ihre besondere Zeichnung von der Masse abhebt. Im Jahr 1938 wurde aus einem kleinen Bestand eine beachtliche Zuchtpopulation entwickelt. Ursprünglich stammt der Appaloosa vom drittgrößten Kontinent der Erde. Aus Nordamerika. Gezüchtet ist er von den Nez Perce-Indianern, die damals schon eigenständig Kastrationen und Selektionen der Pferde durchgeführt haben. Der ist aus den Pferden entstanden, die die neuen Siedler aus Europa mitgebracht haben. Und aus dem Mix sind die Rassen Quarterhouse Paints und Appaloosa entstanden. Westernreiter, die Farbe mögen, bevorzugen den Appaloosa. Seine unverwechselbare Farbgestaltung ist erwünscht und macht ihn zu einem besonderen Hingucker. Die typische Zeichnung kommt daher, dass die Indianer als Schönheitsideal ihre Pferde mit auf Farbe gezüchtet haben. Der Appaloosa ist vielseitig einsetzbar, ob als Sport- oder Freizeitpartner. Die Zeit mit dem Pferd wird auch aufgrund seines ausgeglichenen Charakters sehr genossen. Also ich finde, Appaloosas sind einfach unglaublich tolle Kumpel. Also man freundet sich mit ihnen an und sie gehen mit einem durch dick und dünn. Und man kommt durch jedes Gelände und in die entlegensten Winkel ohne Menschen. Und ja, es macht einfach Spaß, mit ihnen unterwegs zu sein. Ich finde einfach, die haben einen super Charakter und sind einfach nett zu reiten, schöne Farbe. Nicht nur im Gelände ist Verlass auf den Appaloosa. Auch als Sportpferd im Bereich des Westernreitens zeigt er seine Qualitäten, wenn es zum Beispiel um Reining geht. Ach, ich finde, die haben ganz viel drauf. Also es kommt halt drauf an, ob man ein Western-Pleasure-Pferd hat oder ein Reining-Pferd, aber ich denke, dass die auch im ganz großen Sport auf jeden Fall mitlaufen können. Als Züchter wünscht man sich bestimmte Merkmale, was das Exterieur eines Appaloosas betrifft. Wir fangen an beim Kopf. Wir brauchen einen kleinen, keilförmigen Kopf mit großen Augen, eine weite Maulspalte, was damit zu tun hat, dass ein Pferd auch genügend Futter aufnehmen kann, große Augen, damit es alles sehen kann, und kleine Ohren, das hat eher was mit der Schönheit und der Eleganz des Pferdes zu tun. Kommen wir zurück in Partie, das ist die Widerrisspartie. Die Widerrisspartie soll weit in den Rücken hineinlaufen, damit die Wirbelsäule eine gute Statik hat und sich gut tragen kann. Die Hinterhand soll gut abgewinkelt sein beim Westernpferd, was wieder mit der Winkelung des Hüftgelenkes zu tun hat. Der Schweifansatz soll nicht zu hoch sein. Kommen wir zu den Beinen. Eine nicht so lange Röhre, aber eine kräftige Röhre. Und da die Westernpferde im Durchschnitt zwischen 1,45 m und 1,60 m sind, ist auch die ganze Beinlänge nicht so lang. Zur Hinterhand ist dann zu sagen, dass wir eine starke Hinterhand brauchen, eine starke Bemuskelung des Pferdes, aber auch eine starke Hinterhand, weil die Hinterhand der Motor des Pferdes ist. Also der ganze Schub, die ganze Kraft des Pferdes kommt aus der Hinterhand. Zur Fellzeichnung des Appaloosas ist das Wichtigste das Mottled Skin. Das ist diese Hautzeichnung, die sich im Gesicht, an den Genitalien und an den Beinen zeigen kann. Das nächste Kriterium wäre der gestreifte Huf. Und als letztes die Fellzeichnung in allen Variationen. Das Interieur macht den Appaloosa zu einem ausgeglichenen, ruhigen und vor allem vielseitigen Pferd. Ob als Freizeitreiter über Stock und Stein oder als Sportreiter auf großen Turnieren. Der Appaloosa ist für alle der ideale Partner.